Viele Börsianer fürchten den Oktober, denn in diesem Monat gab es in der Historie schon viele Crashs. Die Halloween-Anlagestrategie nutzt genau diese Gelegenheit aus, um günstig Aktien einzukaufen. Fragen dazu jetzt an Thomas Hupp. Er ist Spezialist für Saisonalität am Aktienmarkt. Grüße Sie, Herr Hupp. Hallo, Herr Farnig, ich grüße Sie. Ja, gleich mal zum besseren Verständnis. Können Sie zunächst noch mal die Halloween-Strategie erklären, Herr Hupp? Ja, gerne. Wie der Name Halloween sagt, kauft man an Halloween Aktien, ein Aktienportfolio, ein ETF, was auch immer, alles, was aktienbasiert ist, hält es bis Mai, Juni oder Juli, je nach Strategie, also bis in den Sommer hinein, verkauft dann alle Aktien und hält dann ein Zinspapier bis zum nächsten Halloween. Das ist die Halloween-Strategie, also so eine Art Zirkeln, eine Saisonalität und immer wieder nur die guten Monate, sage ich mal, in Aktien investiert sein und die gefährlichen Monate in Festzinspapiere. Viele kennen mittlerweile die Börsenweisheit, sell in May and go away, but remember to come back on Halloween. Da haben wir es wieder, das Halloween. Ist da ja nicht zu befürchten, dass der Halloween-Effekt bald nicht mehr funktioniert? Ja, das ist ja die große Angst bei jeder Anlagestrategie. Wenn es alle machen, dann würde praktisch die Marge dieser Gewinn der Strategie immer kleiner werden. Bei der Halloween-Strategie ist es nicht zu befürchten, denn wenn man sich mal überlegt, woher kommt denn die Halloween-Strategie? Das kommt daher, dass die Saisonalität entsteht durch Aktienrückkäufe im Januar, im April, im Juli und im Oktober. Und die Vermögensverwalter, die speziell im Juli, Dezember, im Januar viel Geld investieren. Und die haben ihren festen Rhythmus im Kalender und das wird sich nicht ändern. Die Berichtssaison wird immer gleich bleiben. Insofern ist die Saisonalität, also der Halloween-Effekt, ein ganz, ganz zuverlässiger Faktor. Er wird zwar mal stärker, mal schwächer, je nachdem, wie die Einflüsse den Markt beeinflussen, aber er wird immer bleiben. Insofern habe ich hier keinerlei Angst, dass dieser Effekt irgendwann verschwinden wird. Nun ist das Ganze ja aber sicherlich nicht ganz einfach umzusetzen. Es gibt auch nicht wenige, die mit der Halloween-Strategie scheitern. Warum ist das so? Ja, das hat drei Gründe. Der erste Grund ist, dass Anleger prinzipiell an der Börse scheitern, sage ich mal, weil ihnen die Disziplin fehlt. Das heißt, dass sie eine Anlagestrategie, entweder haben sie gar keine Strategie, dann ist klar, warum sie scheitern. Manchmal haben sie eine Anlagestrategie und bleiben der aber nicht treu. Und was heißt manchmal? Die meisten Anleger bleiben nicht treu. Und besonders bei der Halloween-Strategie ist es sehr, sehr anfällig, weil wir wissen zwar durch viele, viele Untersuchungen, dass die Halloween-Strategie in einem 10-Jahres-Rhythmus mit hoher Wahrscheinlichkeit besser sein wird, als einfach Aktien zu kaufen und zu halten, mit 94% Wahrscheinlichkeit, aber das verläuft nicht gleichmäßig, dass jedes Jahr ein erstens Profit bringt und einen Vorteil bringt, sondern dass es ungleich verteilt und zwar stark unterschiedlich. Das heißt, ich habe mal ein Jahr, da bin ich schlechter als der Markt, noch mal ein Jahr schlechter, dann vielleicht durchschnittlich und plötzlich kommen 2, 3 Jahre, die ganz herausragend sind, wo der große Vorteil kommt. Und da brauche ich die Disziplin durchzuhalten und das haben die Anleger nicht. Und auch viele, ich habe schon 2, 3 Profi-Anleger gesehen, die das auch nicht durchgehalten haben und so gescheitert sind. Und die anderen zwei Gründe sind einfach der gesetzliche Rahmen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich keine Steuern zahlen muss, wenn ich Gewinne habe. Und die Kostensituation, die muss man ganz stark im Griff haben. Wo kaufe ich welche Papiere, die Aktien möglichst günstig ein? Das sind die drei Faktoren, warum Anleger scheitern. Was können denn Anleger tun, damit sie eben nicht scheitern, damit sie mit der Halloween-Strategie erfolgreicher unterwegs sind? Ich möchte mal aufteilen zwischen aktiv und passive Anleger. Also der Passive hat es einfacher. Der sucht sich einfach ein Anlagezertifikat oder Fonds, kenne ich jetzt keinen, die das machen, also die Strategie fahren, also dass man das extern jemand macht, der das professionell macht. Die haben es einfach, also die mischen das einfach als Zertifikat bei zum Beispiel. Und der aktive Anleger, der das selber machen muss, der muss sich erstens eine ganz klare Strategie aufschreiben und der treu bleiben. Er muss einen gesetzlichen Rahmen finden, also zum Beispiel eine Fondspolice um das Depot packen, damit er die Gewinne nicht versteuern muss. Da gibt es ja Depots oder Fondspolicen mit Depotinhalt, wo der Anleger selber strategisch arbeiten kann oder selber ein Zertifikat auflegen zum Beispiel oder ein Fonds. Da brauche ich aber 50 oder 100 Millionen, das ist für die meisten Anleger ein etwas großes Volumen. Also eine klare Strategie im gesetzlichen Rahmen und dann die Disziplin durchzuziehen. Und die Kosten im Griff haben und gucken, wo kann ich günstig kaufen, wo ist mein Depot günstig.
Ich möchte mit Ihnen natürlich auch auf die aktuelle Lage an den Kapitalmärkten schauen. Herr Hupp, wie bewerten Sie die Situation? Wird es eine Jahresendrallye geben? Ja, durchaus besteht die Chance, aber sage ich mal, die Chance besteht dann, wenn der Zins runterkommt oder nicht mehr so stark steigt. Das macht den Börsen im Moment ja ganz, ganz große Angst, die Zinssituation. Und wenn die Berichtssaison positiver verläuft, das heißt, im Moment ist die Berichtssaison, die fängt ja gerade an, die Aktiengesellschaften berichten. Wenn es hier zu größeren Aktienrückkäufen kommt, der Zins runterkommt, dann wird die Jahresendrallye auch einsetzen, relativ schnell. Denn die Aktienquote im Moment ist sehr, sehr gering bei den Anlegern. Das Geld wartet nur darauf zu investieren. Man merkt es ja auch, die schlechten Nachrichten drücken die Kurse nicht so stark, nur ein bisschen, dann kommt gleich wieder Geld rein. Das ist so ein bisschen Gerangel im Moment. Aber haben wir zwei gute Zeichen und das beste Zeichen wäre natürlich, wenn die Notenbanken ein klares Zeichen geben, dass die Zinsen nicht mehr steigen, dass sie mal die Füße stillhalten und die Geldmenge nicht so drastisch reduzieren. Das wäre natürlich das beste Zeichen und dann schießen die Kurse nach oben und wir kriegen eine Jahresendrallye. Sie haben einige Anlagezertifikate aufgelegt, Herr Hupp, mit der Halloween-Strategie. Schauen wir mal auf die Erkenntnisse und Ergebnisse in diesem Jahr. Welche Ergebnisse konnten Sie erzielen? Ja, dieses Jahr ist ja auch geprägt natürlich durch den US-Wahlzyklus. Das Vorwahljahr ist meist sehr saisonal und das haben wir ja gesehen. Wir haben in diesem Bärenmarkt, den wir haben, eine Erholungsphase gehabt in 2023 bis Ende Juli. Ich bin Anfang Juli schon ausgestiegen, weil mir nicht ganz sicher war, wie lang das läuft nach oben. Und in der Zeit hat das Depot, das ich eben in diesem Zertifikat habe, 20% verloren. Das heißt, ich habe einen 20% Verlust vermieden für meine Anleger und für mein eigenes Geld. Und das ist das Potenzial. Das heißt, wenn die Kurse drehen, wird das auch wieder schnell reinkommen. Und natürlich das Portfolio ist im Moment in Anleihen. Und das hat einen Plus von 1% circa gemacht in dieser Zeit. Also ein Potenzial von 20% dieses Jahr, also ganz ordentlich. Dieses Jahr ist sehr, sehr saisonal, sehr starker Vorteil für die Halloween-Strategie. Nochmal nachgefragt, Sie haben gesagt, Sie sind in Anleihen. Heißt das, Sie sind gar nicht in Aktien oder nur untergewichtet in Aktien? Nein, gar nicht. Also im Moment, also diese Halloween-Strategien, also ich habe mehrere Zertifikate mit Halloween-Strategie, mit Saisonalität, die sind alle im Moment in Anleihen. Und ganz kleine Positionen, sogar Short auf dem Markt, was sehr gut funktioniert hat seit Juli. Das ist natürlich gut gelaufen. Das sind diese circa, je nach Zertifikat, zwischen 0,3 bis 1% plus seit Juli. Herr Hupp, lassen Sie uns abschließend noch ein Stück weiter vorausschauen ins Jahr 2024. Sie haben schon in diesem Jahr vom Vorwahljahr gesprochen. Nächstes Jahr wird es dann heiß in Amerika. Es ist ein echtes Wahljahr. Welche Erwartungen haben Sie an 2024, gerade auch nach all den Problemen mit den steigenden Zinsen, die Sie auch angesprochen haben und der nach wie vor recht hohen Inflation? Also wenn wir mal die Probleme auslösen aus Saisonalitätssicht im US-Wahlzyklus, das US-Wahljahr ist in der Regel sehr saisonal, das heißt die Aktienmärkte steigen ähnlich wie im Vorwahljahr im Frühjahr ganz stark, machen im Sommer eine Pause bis zur Wahl und nach der Wahl haben wir dann die Jahresendrallye. So, das ist der normale Verlauf. Das könnte auch durchaus sein. Ich traue den Amerikanern sehr gut zu. Also die haben einen sehr guten Einfluss auf ihre Aktienmärkte durch Versprechungen, durch positives Denken. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so passiert, vor allem wenn sich diese Zinssituation ein bisschen lockert und auflöst und auch die Inflation, dann werden wir ein sehr saisonales und starkes Jahr bekommen. Ja, kann natürlich immer was dazwischen kommen, deswegen muss man Prognosen ja auch immer in Anführungszeichen sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes saisonales Jahr wird nächstes Jahr. Der Blick auf die Halloween-Strategie in diesem Jahr und natürlich, das darf nicht fehlen, der Ausblick mit Thomas Hupp. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, Herr Franek.